Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mutant Year Zero, wo wir in der letzten Folge das Spiel angefangen haben, uns ein bisschen mit dem Spiel an sich vertraut gemacht haben und auch schon die ersten beiden Gebiete, nenne ich es jetzt mal, erledigt haben, beziehungsweise geschafft haben. Da vorne sind es Ghoule. Two ghouls, see them? What are those rotheads up to? Wait. They're planning to ambush the elevator. We've got to stop them. Let's sneak around and see if there's others. Ja. Das ist nicht gut, wenn die es auf den Aufzug abgesehen haben, denn der Aufzug ist der Weg, den wir zur Arche nehmen müssen. Also ohne den Aufzug kommen wir nicht auf die Arche drauf. Die Arche ist sozusagen unser Hauptquartier. Da liegt Stuff. Seltener Schrott, sehr schön. AKA More Scrap. So, das sieht fast so aus, als wären noch mehr Gegner. Oder? Auch nicht. Lecker. Eine Notiz von Stalker Clara. Was für eine Schande. Für dieses Ding würde uns Delta garantiert den erwähnten Rabatt einräumen. Okay, so sieht's aus. In den Schrottruinen westlich der Eisenschlange liegt ein funktionierender Funkenautomat. Mit diesen Geräten wurden früher Gegenstände zusammengebrannt. Oder so. Aber natürlich hat jeder gottverdammte Silberstreif am Horizont einen gewaltigen Haken. Diese verfluchten Ghoule in den Ruinen haben uns verjagt, bevor wir das Ding bergen konnten. Beim nächsten Mal seid ihr fällig, ihr Bastarde. Clever. What do we have here? Aber beim letzten Mal haben wir auch hier eine Waffe gefunden und eine lustige Mütze. Pokervisor. 25% größere Waffenreichweite. Sehr schön. Taktischer Armeevisor aus der Zeit der sogenannten Pokerkriege. Diese elegante Kopfbedeckung schützt vor Reflexionen und gewährt ihrem Träger einen Reichweitenbonus. Oh, das kann nur gut werden mit dem Spiel. So, ich würde auch sagen, das kriegst du. Weil macht mehr Sinn auf dir. So, jetzt möchte ich aber gerade mal kurz gucken. Dax hatte 2 Punkte zur Verfügung. Interessant. Oder ist Dax einfach schon Level 2 jetzt? Ja. Wir sind beide Stufe 3. Achso, ja. Er braucht noch einen weiteren Punkt, um überhaupt irgendwas zu kriegen. Macht Sinn. Da ist noch ein Marodeur. So, du versteckst dich hier. Du guckst, ob du den da snicken kommst. Obwohl. Nee, halt. Ich will erstmal gucken. Ja, wenn, dann müssen wir eh mit ihm immer die einzelnen Leute ausschalten. Ich hoffe, der Marodeur kommt nochmal zurück. Schön noch ein Schrott, da hinten ist ein schlechter. Ist das der Schlechter, den wir eben schon gesehen hatten, oder? Ja, der Schlechter bei dem Jäger. Die Jäger, der Typ hat uns beim letzten Mal tierisch Schaden gemacht. Das war nicht nett. So, wo ist denn der Typ, der rumläuft? Da ist der Marodeur. Ja. Dass ich den einen Typen da hinten nicht erwische. Schrei doch nicht rum. I'm the death dealing, soul stealing, stalking machine, baby. Sehr schön. Das hat ihn nicht getriggert. Und
Wobei, ne, ich weiß wieder nicht, ist da hinter ihm nicht eventuell noch ein Gegner? Waffenteile. Vorteil ist, soweit ich das verstanden habe, ja. Die kriegen Fähigkeitspunkte immer für alle. Erfahrungspunkte werden auch geteilt. So. Du darfst den Marodeur da mal ausschalten. Perfekt. Nighty night. Teil. Das hell erleuchtete Ding war halt der Aufzug. Oh, guck mal, da hinten leuchtet was. Das ist wahrscheinlich wieder eine Rüstungskiste, ne? Bingo! Now for the fun stuff. So, was haben wir hier? Oh, Stalker-Weste, Rüstung 1, TP2. Diese leichte und flexible Rüstung bietet dem Träger zwar eine bemerkenswerte Bewegungsfreiheit, aber nur sehr geringen Schutz. Das ist in der Zone häufig, vor allem bei toten Stalkern, daher der Name zu finden. Die geben wir sogar mal Dax, weil Dax halt einfach nichts aushält. Glitzert noch was, sehr schön. Box opens. We go in the box. Box goes in the ark. We take their food, we take their guns. Mutants in the ark. Too many, too many. Mutants are weak. We kill some fast, we kill some slow. But we kill them all! Box is coming. We kill them all! Die haben echt einen Schaden. So. Dann gehen wir mal noch mit Bomben da in die Nähe. Wir, aber setzen dich wieder auf Overwatch. Overwatch, genau. Du schießt den Schlechter bitte kaputt. Perfekt. So, jetzt hoffe ich, dass der in unsere Richtung kommt, sodass. Wundervoll, genau so wollte ich es haben. You did good. So, schon wieder ein Level up. Follow me. Halt vorderen Visier, 20% größere Waffenreichweite, noch mehr Reichweite. Ganz ehrlich, das kriegt auch die Armbrust nachher. So. Ich habe aber gesagt, ich möchte noch nicht zu dem Aufzug. Erstmal gucken, es gibt ja hier irgendwo noch einen Weg. Oh, ein paar Waffenteile, sehr schön. Ich denke, es wird so sein, wie gesagt, der Schrott ist unsere Währung. Waffenteile brauchen wir, um Waffen aufzubessern. Und Waffenteile einzubauen und so weiter. Ach, guck mal. Erfordert den Zornschlüssel. Da kommen wir also noch nicht lang. Und diese Artefaktpunkte, die wir haben, die brauchen wir auch für irgendwas anderes. Es gab doch noch einen Ausgang. Gut, der wäre dann eh nur für Stufe 25, also für uns nicht geeignet, aber... Ach, guck mal. Das hätte ich fast übersehen. Das müsste das sein, von wo wir kamen, oder? Ja, und da kamen wir.
Ich würde mir trotzdem irgendwie noch eine etwas schnellere Fortbewegungsart wünschen. Ja, und hier brauchen wir ja, auch wieder zu entschlüsseln. Okay, also wir können aktuell nur in die Ark rein. Gut. Dann kurz hier auf der Seite gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Von dem Ding. Da waren wir bald schon, ne? Ja. Nee, gut. Dann auf in die Arche. Oh, hallo, das Cocktail. Ah, seht ihr mal. Ich hätte doch was übersehen gehabt. So. Dann also. Auf hoch. Achso. Gut, nur von einer Seite auf, offen. Das macht Sinn. Dass die das Ding ohne Wachen runterschicken, finde ich ein bisschen. Hätte ich nicht getan. The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond, respects him. He's our lead, Gearhead, going farther into the zone than anybody else, bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running, how to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says 3 nights ago, Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Dux never patrolled that far before, but the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin, search for clues, then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Kann ich mich vorher in der Arche noch mal gucken? Weil das ist, wenn ich mich richtig erinnere, unser Hub. Demnach muss die Musik, glaube ich, noch ein bisschen leiser stellen. Ja, wie gesagt, die, oder die Cutscenes oder so zumindest. Denn wie gesagt, die Ark ist, die Arche müsste unser Pad sein und demnach, ja, können wir in Deltas Bastelgrube, in Crips Bar, in Iridias Laden und dann zurück in die Zone und da oben ist der Älteste. Erstmal zur Bastelgrube. Das klingt nämlich nach Waffenverbesserung. Wanna know how this goes down? For the right price, I fix and upgrade your shitty gear. Any questions? Nö, eigentlich nicht. So. Als erstes mal möchte ich bitte das Visier da drauf haben. Und ich könnte dem Ding den Griller verpassen. Den würde ich aber gerne auf den anderen Sachen. Ja, und für 30 Waffenteile könnten wir theoretisch die Armbrust aufbessern. So. Okay, die Stecher sind da schon auf Stufe 2, das ist natürlich nützlich. Wir könnten die Streukanone auch zerlegen. Das ist natürlich gut. So. Ich will noch keine Waffe aufbessern, weil ich nicht weiß, ob wir da nicht später echt bessere Waffen kriegen. Auch bessere lautlose Waffen. Bye. Okay, also bei ihr können wir echt nur die Waffen verändern. Dann verkaufst du mir vielleicht you know the drill. Waffen und so weiter. Stalkers want gear that keeps them alive. I, Iridia, provide the gear. See anything you like, just let me know. There is one rule. Don't ever,
ever pull my chain. If you pull my chain, I'll feed your ding-dongs to a zone wolf. Got that? Beautiful. Happy shopping. Ja. Hier bei ihr können wir Granaten kaufen. Was ist das denn? Die Rohrkanone. Verschiedene Metallteile und Rohren bestehende Waffe ist zwar einfach, gleichzeitig aber effizient und erstaunlich präzise. Eine typische Stalker-Waffe. Ja, so ein Sniper, ja gut, 14er Reichweite, alter Falter. Aber leider auch nicht lautlos. Und altvorderen Visier. Ja, nö. Nichts, was ich gerade haben will. Bye now. Ups, bar. Was kriegen wir denn? Was können wir denn hier machen? After a killer day in the zone, you know you can always come to Prips for some high quality grog. You want to get loaded? Order a shot. No butane, no bleach, only natural ingredients. I also dabble in a little antiquity trading. So if you find any cool artifacts out in the wasteland, bring them to me and I might give you something in return. Comprende? Ah, guck mal. Dann kriegen wir Artefaktfähigkeiten. Schlägertyp. Verlängert Verblutendauer um 2 Runden. Muli, einen zusätzlichen Granatenslot pro Teammitglied. Oder 20% Rabatt in Iridias Laden. Hm. Das ist geil. Das ist sehr geil. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach diesen Artefakten immer gucken. Das sind alles gute Upgrades. Jawohl, das ist alles echt gut. Aber aktuell ist der Falsche auch echt noch das Beste. Okay, das ist natürlich cool. Der Älteste gibt uns vielleicht noch ein paar Background-Infos. My home will always be a haven to you, brave stalkers. After your journeys, pay me a visit. And I'll offer you some guidance, perhaps a story, to help you become wise and strong. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, der erzählt uns auch direkt was. Thank you for letting this old man ramble. Go in peace, stalkers. Na gut. Dann haben wir aktuell nichts mehr, was wir machen können. Wie gesagt, wir könnten theoretisch eine Waffe auf Stufe 2 aufwerten. Das möchte ich aber mir erstmal noch aufbewahren. So, und jetzt dürfen wir uns aussuchen, wo wir hin müssen. Ja. Haben wir eigentlich den Zonenschlüssel bekommen? Erstmal wieder eine. Ja. Ich weiß halt nicht, was der Rucksack bringen soll. Oder sind da einfach nur die Mentalnotizen einfach generell? Oh, du hast übrigens auch eine Mutation. Wir wurden aber auch in der Arche nicht geheilt. Das finde ich ein bisschen doof. So, Run and Gun ist natürlich ziemlich gut. Noch mehr maximale Gesundheit. Ist natürlich auf ihm auch ziemlich gut. Keine Frage. What? Krass. Das ist geil. Hm. Oh cool, er kriegt auf jeden Fall. Hm.
merkwürdig. Aber wir können aus Bormann nachher echt was Lustiges machen, glaube ich. Ich bin mal. Ich weiß nicht mehr, also ich. Wir haben ja die. Jetzt schon gefunden. Die. Beziehungsweise schon gesehen in der Cutscene, unser nächstes Teammitglied. Ich weiß nicht mehr, was sie kann. Bin aber mal gespannt. So. Zur Hammonds Hütte gehen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder hier bei Mutant Year Zero. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.